Hallo ihr Lieben, Süßes oder Nähkram? In diesem Video nennen wir gemeinsam Kürbiskörbchen. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, bleibt einfach dabei und wir legen gleich los. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Unser Kürbiskörbchen besteht aus 9 unterschiedlichen Abschnitten, die mit 1 cm Nahtzugabe versehen sind. Wir brauchen jeden einzelnen Abschnitt 2-mal. Das Schnittmuster findet ihr im Etsy-Shop, das habe ich euch unter dem Video verlinkt. Für unser erstes Körbchen brauchen wir ein zusammenhängendes Stoffelement. Und wenn wir gleich nähen, lassen wir hier jeweils eine Öffnung. Diese Öffnung übertragen wir und jedes Element nähen wir einmal mit 1 cm Nahtzugabe ab. An meiner Maschine habe ich ein Füßchen mit einem Obertransport eingesetzt. Dieses Füßchen hat schon eine Breite von 1 cm. Wenn euer Füßchen schmaler ist, dann könnt ihr einen Magneten einsetzen und den exakt auf eure 1 cm Breite einstellen. Wir nehmen unser Schnittmuster und beginnen bei unserer ersten Markierung. 1 cm Nahtzugabe. Meine Stichbreite habe ich 2,5 gewählt. Ihr könnt auch 2 nehmen, da wir das Ganze ja wenden möchten. Wir sichern unsere Fäden und nähen ein paar Mal auf der Stelle. Nähen bis zur Spitze. Wenn ihr mögt, tragt ihr hier nochmal die 1 cm als Punkt ein. Und wir nähen los. Bis zu unserer 1 cm Marke. Wir wenden und wir nähen einmal die komplette Linie ab. Achtet darauf, dass euer Schnittmuster gerade liegt. Drehen das Ganze um und nähen wieder zurück. Ihr könnt euer Schnittmuster mit Clip sichern, damit das gerade liegen bleibt. Die einzelnen Schnittteile sind sehr klein, sodass sie eigentlich schon ganz gut so aufeinander liegen bleiben. Wenn ihr da Sorge habt, klippt ihr das entweder fest oder ihr steckt das Ganze mit einer Nadel einmal zusammen. Was immer euch da den richtigen Halt gibt und die Sicherheit gibt. Wir nähen zurück zur ersten Markierung. Nähen wieder ein paar Mal auf der Stelle oder nähen ein paar Schritte zurück. Wir holen unser Schnittmuster unter der Nadel hervor. So schaut das Ganze nun aus. Und wir schneiden einmal zurück. Wir haben hier unsere Wendeöffnung. Die möchten wir weit stehen lassen. An beiden Seiten schneiden wir einmal schräg ein und die übrige Nahtzugabe schneiden wir zurück. Die Spitze schneiden wir nochmal extra zurück. Und so schaut unser erstes Schnittmusterelement nun aus. Das wiederholen wir bei allen einzelnen Schnittmusterelementen. Wenn wir alle Schnittmusterelemente vorbereitet haben, möchten wir die einzelnen Elemente einmal wenden. Dazu haben wir hier eine Wendeöffnung gelassen, die wir nach außen hin schräg angeschnitten haben, denn wir möchten sie nachher nicht nochmal extra zunähen. Wir öffnen unsere Wendeöffnung und Moment. Wenden.
also verstürzen. Richten einmal die Enden gut aus. Wir brauchen das Ganze hier nicht vorbügeln, wir brauchen auch nicht sonderlich vorsichtig sein. Wenn das Ganze ein bisschen wild und wüst wird, passt das für unseren Kürbis gerade gut genug. Ich falte das einmal und fahre einfach nur mit meinem Nagel hier ein bisschen lang. Meine Öffnung lasse ich hier noch nach außen stehen, die möchte ich jetzt nach dem Füllen umschlagen. Und ich möchte das hier gar nicht so fein gebügelt haben, dass ich genau weiß, mein unterer Stoff bleibt versteckt, sondern der darf ruhig nachher ein bisschen zu sehen sein. Mal zu sehen, mal verschwinden. Es verstärkt noch so ein bisschen diesen natürlichen Kürbiseffekt. Darum reicht das, wenn wir hier einmal mit unseren Nägeln an jedem Schnittmuster lang fahren. Das wiederholen wir bei allen Schnittmusterelementen. Wenn wir alle 9 Elemente gewendet haben, können wir mit dem Füllen beginnen. Bei unseren 9 Elementen ist es egal, ob wir die Reihenfolge bewahren oder ob wir das Ganze irgendwie tauschen oder ob wir die einzelnen Elemente auch mal andersherum annähen möchten. Das Ganze sollte immer passen. Ich möchte mich hier aber an meiner Reihenfolge halten, also habe ich jedes einzelne Element noch auf meinem Schnittmusterteil liegen. Wenn wir nun füllen, möchten wir das Ganze einfach nur in der Mitte füllen. Wir wollen nicht die Ränder ausfüllen. Das heißt, wir nehmen einfach nur so ein bisschen Watte. So, muss auch gar nicht so sehr bis in die Spitze. Und wir ziehen nun unsere Enden. Eine Seite haben wir schon. Zweite Seite folgt. Nach innen. Die Spitze habe ich gar nicht ausgefüllt, das ist auch okay. Ich habe es einfach nur leicht in der Mitte wattiert. Ihr könnt das rund machen, ihr könnt das ein bisschen flacher machen. Das entscheidet ihr. Was auch immer wir da machen, wir wiederholen das mit allen einzelnen Elementen. So schaut das Ganze nun aus. Die einzelnen Elemente sind unterschiedlich stark gefüllt. Sie können ganz leicht gefüllt sein oder auch mal wie hier ganz dick und bauchig gefüllt sein. Das ist egal, das Ganze passt immer. Wenn das zu gleich wird, wird es wieder langweilig und das möchten wir nicht. Also lasst das ruhig ein bisschen unruhig. Wir legen unser Element wieder auf unser Schnittmuster und zeichnen einmal diese 7 cm Marke ein. Wir möchten, wenn wir die einzelnen Elemente aneinander nähen, genau bis hier nähen und dieses obere Stück bleibt offen. Das tragen wir bei jedem Schnittmusterteil ein. Und wenn wir das haben, nähen wir das Ganze zusammen. An unserer Nähmaschine stellen wir einen weiten Zickzackstich ein und unsere Fadenspannung senken wir herunter. Bei mir ist es knapp 4, ich senke meine Fadenspannung also auf 2, also um etwa die Hälfte. Wir nehmen 2 Elemente. Wir möchten eine Naht bis zu dem eingezeichneten Punkt vom unteren Ansatz her nähen. Ich möchte die hellere Seite nach innen legen. Das heißt, ich lege einmal die hellen Seiten aufeinander und habe meine dunkle Seite außen. Meine geöffnete Stelle schlage ich einfach nach innen und ziehe das so ein bisschen stramm. Ich brauche das nicht vorher vernähen, das kommt jetzt automatisch. Ich lege das einmal zusammen, ich achte darauf, dass ungefähr meine unteren Punkte zusammenliegen. Wir schibbeln die Füllung ein bisschen weg. Und Moment, stecken das Ganze einmal zusammen. Ihr könnt das stecken, ihr könnt das auch loslassen. Unsere beiden Endpunkte legen wir ungefähr aufeinander und wir markieren unser Nahtende. Wir können das noch über den Punkt hinaus ein bisschen festklammern, damit das besser liegt. Hier habe ich das jetzt nicht schön geklammert, das machen wir nochmal besser. So sieht das Ganze nun aus. Den oberen Nahtanfang legen wir unter unsere Nähmaschine. Ich versenke dazu einmal meinen Transporteur, nähe ein paar Mal auf der Stelle. Hier achten wir jetzt darauf, dass unsere Stoffe ganz genau aufeinander liegen. Unsere beiden Elemente schließen genau mit der Innenseite der linken Füßchenhälfte ab. Unser
Unseren Transporteur holen wir wieder hoch. Unser Stich geht jetzt ein ganzes Stück weit an unseren beiden Elementen vorbei. Das ist so gewollt. Und wir nähen das einmal ab. Und am Ende nähen wir wieder ein paar Mal auf der Stelle. So schaut das Ganze nun aus. Wir ziehen unser Schnittmuster ein bisschen auseinander und wir erhalten ein Kreuzchenmuster. Unsere einzelnen Elemente setzen wir nun paarweise zueinander. So schaut das aus. Und wir nähen einmal die drei Elemente aneinander und die nächsten beiden Elemente aneinander. Und wir erhalten langsam eine Kürbisform. Wir erhalten eine große Kürbishälfte und eine etwas kleinere Kürbishälfte. Wir stülpen die kleine Kürbishälfte einmal um, dass unsere Außenseite sich nach innen wölbt, legen beide linken Kürbishälften aufeinander, legen das einmal ineinander. So schaut das Ganze nun aus. Und wir nähen unsere letzte Naht. Das heißt, wir stecken hier wieder unsere Nahtzugabe nach innen, legen das Ganze an. Hier ist unsere Mitte. Legen einmal den Punkt aufeinander. Hier haben wir das Gleiche nochmal. Schieben die Nahtzugabe nach innen. Sichern das mit einem Clip. Wir legen hier unsere einzelnen Elemente aufeinander. Unser dickes Ende. Das ist ein bisschen schwierig zu nähen. Diese lange Naht nähen wir nun einmal unter der Nähmaschine. Hier treffen sich alle Nähte. Nehmt eine 80er Nadel, eine 70er ist ein bisschen zu wenig für diese dicke Stelle. Ihr könnt hier noch unterstützend einen Helfer unterschieben. Achtet darauf, dass ihr den nicht jetzt aus Versehen mit festnäht. Und wir schneiden die Nahtenden ab. Und formen unser Körbchen einmal aus. Wir brauchen unsere Körbchen nun nur noch fertigzustellen. Unser nächstes Kürbiskörbchen beginnt mit genau den gleichen Elementen. Dieses Mal gehen wir aber hin, nehmen diese beiden Markierungen, legen unser Lineal an und schneiden das Ganze durch. Das wiederholen wir bei allen 9 Elementen. Wenn wir das haben, nähen wir jedes einzelne Element mit einer Nahtzugabe von 1 cm ab. Wir setzen an, nähen einmal zurück. Bis zum Stoffende. Wir nähen bis zu unserem unteren Punkt. Und nähen wieder zurück. Und verriegeln. Das Gleiche machen wir mit der oberen Hälfte. Wir setzen an, verriegeln so, wir schneiden die Nahtzugabe zurück.
Wir wenden das Ganze. So, wir arbeiten unsere Spitze wieder heraus. Streichen die Ränder wieder ein bisschen aus. Das wiederholen wir mit jedem einzelnen Element. Bei diesem Kürbiskörbchen nähen wir zwei Elemente zusammen. Wir haben unsere Nähte komplett geschlossen. Wir haben die obere Öffnung nachher zum Füllen. Ich schlage wieder die hellen Seiten aufeinander. Wir richten die beiden Linien aus. Legen das Ganze unter die Nähmaschine. Nähen ein paar Mal auf der Stelle. Und nähen wieder den äußeren Rand ganz knapp ab. Hier haben wir wieder unsere Fadenspannung auf 2 reduziert. Wir haben einen breiten Zickzackstich eingestellt und wir wählen wieder einen höheren Stichabstand. Eine höhere Stichlänge. Und wir nähen einmal entlang. Unsere Stoffkante läuft wieder an der linken inneren Füßchenkante entlang. Und wir ziehen unsere Naht wieder auseinander, sodass wir wieder dieses Kreuzmuster bekommen. Auf der Innenseite haben wir einen geraden Stich, einen Leiterstich, und auf der Außenseite haben wir einen Kreuzstich. Zunächst nähen wir zwei Elemente zusammen und dann nähen wir die zusammengenähten doppelten Elemente zueinander, bis wir zwei Hälften unseres Kürbisses haben. Die legen wir wieder mit den hellen Seiten aufeinander, schieben beide Seiten ineinander. Und wenn wir das haben, nähen wir wieder einmal die komplette lange Linie ab. Mit unserem Deckel wiederholen wir das Gleiche. Legen unsere Nähte wieder zu dem Kreuz und haben so ein offenes Ergebnis. Unseren Kürbis und unseren Deckel, den möchten wir nun einmal füllen. Ich fange mal mit dem Deckel an. Wir haben jetzt hier einzelne kleine Kabinen. Und da füllen wir jetzt einfach ein bisschen Watte ein. Wir können das bis nach oben stopfen oder auch nicht. Ganz wie wir das mögen. Wir können das dick stopfen oder ein bisschen dünner. Ich habe es lieber weniger. Das machen wir mit jeder einzelnen Zelle. So schaut das Ganze nun aus. Wir haben alle Kammern mit Watte gefüllt, mal mehr, mal weniger. Das Gleiche haben wir bei unserem Deckel gemacht. Das Ganze möchten wir nun als Kürbis zusammensetzen und wir möchten es schön abschließen. Für den Abschluss nehmen wir uns einen Jelly Roll Streifen. Wir legen unseren Streifen an. Klappen einmal die schmale Seite zur Mitte. Klappen das Ganze hoch. Dieses Stück halten wir offen. Da möchten wir nachher unser Stoffende verschwinden lassen. Wir können das schon mal so ein bisschen, liegt gerade so schön, zack. Und wir nähen einmal unseren Streifen rundherum an. Hier kommen wir wieder am Ende an. Wir legen die Enden übereinander, also hier ist das Ende, wir legen das einmal übereinander. Nehmen unsere Nadel hier ab, lassen das Ganze ein bisschen überhängen. Hier ist unser V, gehen ein paar Zentimeter drüber und schneiden das Ganze einfach mal ab. Dieses lose Ende schieben wir nun in unser V. Das Ganze sieht gut aus, das sichern wir
und nähen das unter unserer Maschine einmal ab. Unseren äußeren Rand nähen wir nun einmal fest. Wir schieben das Ganze einmal unter unser Füßchen und schauen nun, dass ich knappkantig absteppe. Das heißt, mein Füßchen hat hier diese Öffnung, durch die der Transporteur läuft. Und ich schließe meinen Stoff genau hier mit der inneren Öffnung ab. Das ist das Maß. Darüber lasse ich meine Stoffkante laufen und wir nähen. Nehmen den Transporteur wieder dazu. Vernähe gut auf der Stelle. Und wir nähen los. Und wir verriegeln. Wir haben unser 2,5 Inch breites Binding doppelt geschlagen und dann unser Körbchen angenäht. Das Ganze schlagen wir nun einmal hoch und schlagen es dann nach innen. Wir lassen den inneren Rand hochstehen und klappen wie beim Binding unseren Rand einfach darum. Das Ganze möchten wir gleich von Hand annähen. Wir nehmen unseren Deckel und da machen wir genau das Gleiche. Wir nähen einmal das Binding an, schlagen das nach innen um das später anzunähen. An unserem Deckel haben wir nun noch unser Loch. Für unser Loch nehmen wir ein Quadrat 2,5 mal 2,5 Inch groß. Das muss nicht besonders gerade sein und nicht besonders akkurat. Einfach Pi mal Daumen. Wir schlagen das einmal um, rechte Seite innen. Und wir nähen das einmal in einem kleinen Bogen ab. Wie der Bogen ist, das ist ganz egal. Am Ende vernähen wir nicht, sondern wir lassen zwei lange Fäden stehen. Wir schneiden einmal die Form ein bisschen nach. Ich habe hier krumm genäht, das ist auch kein Problem. Und wir wenden das Ganze. Ich nehme hier eine Wendehilfe, hake das einmal ein. Ups, jawohl. Und wir ziehen das einmal durch. So, wir richten das grob aus und wir füllen das mit ein bisschen Watte. Wir haben unsere beiden Fadenenden und einmal schieben wir das Ganze ein bisschen zusammen. Das Ganze vernähen wir und wir erhalten einen Stängel für unseren Kürbisdeckel. Unsere Körbchen sind soweit fertig genäht. Wir möchten sie nun noch ausarbeiten. Bei unserem ersten Körbchen nehmen wir das lange Ende, schlagen das um. Wir können das fest umschlagen, wir können das locker umschlagen, wie auch immer wir das umschlagen. An der von uns gewählten Stelle nähen wir das einmal fest. Achten darauf, dass man das von innen nicht sieht, dass wir es einfach nur außen greifen. Als Zierde setze ich noch eine Kugel auf. Ihr könnt Kugeln, Perlen, Knöpfe, was auch immer ihr da gerne aufsetzen möchtet, zum Verzieren wählen. So schaut das aus. Das mache ich nun rundum. Wenn alle hochstehenden Seiten nach unten gebogen und mit einer Kugel versehen sind, fehlt uns noch der Boden. Wir nehmen ein Stück Pappe und ein Stück Stoff, ein bisschen Kleber und kleben unseren Stoff einmal nach innen. Wir nehmen den übergebliebenen Kleber ab, drehen unsere Bodenplatte einmal um und setzen unsere Bodenplatte in unser Körbchen. Und fertig ist unser erster Halloween-Kürbis. An unserem zweiten Körbchen haben wir den umgenähten Rand. Den schlagen wir nach oben und nach innen.
Und den möchten wir jetzt, die innere Seite bleibt aufrecht, überschlagen, sodass wir noch einen Gummi später einsetzen können. Wir schlagen das Ganze zurück, schlagen das weit über und nähen das mit kleinen Stichen fest. Wir achten darauf, dass unser Stich nicht auf der anderen Seite zu sehen ist. Am Ende lassen wir eine kleine Öffnung, damit wir unseren Gummi einziehen können. So schaut das bis jetzt aus. Wir haben an der Nähmaschine noch so ein kleines Stückchen Stoff als Ast genäht. Das möchten wir nun in unseren Deckel einsetzen. Das heißt, unseren Deckel drehen wir einmal auf links. Wir schieben unseren Ast ein Stückchen hinein. Und wir nähen den einmal rundherum an. Wir brauchen gar nicht mal so sehr viele Stiche. Wir nähen einfach immer nur einen Stich durch ein Teilstück und einen Stich durch unseren Ast. Das ist schon mehr geriehen als genäht. Das reicht uns völlig. Und wir schließen diese Naht einmal ab. Das Ganze drehen wir einmal um. Als nächstes nähen wir das Binding, das wir an unserem Deckel angenäht haben, einmal um, genauso wie wir das bei dem Körbchen gemacht haben. Wenn wir das haben, nehmen wir die zweite kleinere Platte, die möchten wir hier gleich einsetzen. Da ermitteln wir die Mitte. Ich habe hier ein 10 x 10 cm großes Quadrat und ich lege nun einfach meine Bodenplatte in die Mitte und dann sehe ich, die Mitte ist in etwa hier. So, hier möchte ich jetzt ein paar Löcher haben. Ich habe mir einen Knopf genommen. Mein Knopf hat 4 Löcher, also setze ich 4 Löcher. Wir nehmen den Deckel, wir haben einen Faden auf unsere Nadel aufgezogen. Wir stechen einmal hier mitten durch unseren Stamm und ziehen unseren Faden einmal fest. Wir nehmen den Deckel, ziehen den Deckel einmal an. Ziehen das Ganze erneut durch unseren Stamm und wir kommen einmal dicht bei unserem Stamm auf der Vorderseite raus. So, das Ganze halten wir noch locker. Wir schlagen unseren äußeren Rand um. So schaut das Ganze nun aus. Und wir füllen den Zwischenraum einmal mit ein bisschen Watte. Oder mit anderem Füllmaterial, was auch immer ihr da gerne an Füllmaterial verwendet. Wir möchten das als Nadelkissen benutzen. Und wenn wir das haben, ziehen wir das Ganze einmal ordentlich fest. Wir vernähen das einmal, verstopfen unseren Faden. So, und wir nähen unsere Bodenplatte noch einmal am Rand ein bisschen an. So, unser Deckel ist fertig. Wir möchten, dass sich unser Kürbiskörbchen so ein bisschen nach innen zieht. Dafür haben wir hier den Gummi vorbereitet. Wir nehmen einmal eine Einfädelhilfe und stecken unseren Gummi hinein. Hier haben wir unsere Öffnung gelassen und nun ziehen wir einmal unseren Gummi durch den vorbereiteten Tunnel. Unseren vorbereiteten größeren Bogenboden legen wir einmal auf den Boden unseres Körbchens. So sieht das Ganze schon mal gut aus. Der Deckel sollte nun oben auf unserem Kürbiskörbchen stehen. Dafür müssen wir den Rand unseres Kürbiskörbchens noch ein bisschen enger gestalten. Das funktioniert, das ist eng genug. Und wir fixieren einmal unseren Gummi. Schneiden die Enden ab, lassen die einfach lang genug stehen. Und schieben das Ganze
zurück in unseren Tunnel. Und wir setzen den Deckel auf. Und unsere beiden Döschen sind fertig geworden. Hier stellt sich jetzt nur noch die Frage, ob Süßes oder Nähkram. Ich habe jetzt auf jeden Fall beides. Meine beiden Kürbiskörbchen sind fertig geworden, ob mit Süßem oder mit Nähkram. Ich mag sie beide sehr gerne, am liebsten beides zusammen. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ihr gebt den Körbchen eine Chance und näht vielleicht das eine oder das andere einmal nach. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.